In diesem Video zeigen wir dir die 10 schrecklichsten Orte der Erde. Sicher möchtest du nicht persönlich dorthin reisen, wenn du siehst, wie beängstigend diese Orte sind. Schlangeninsel, Brasilien. Der erste Ort ist so furchterregend, dass es sogar verboten ist, ihn zu betreten. Mitten im wunderschönen Brasilien gibt es einen Ort, der nicht so schön ist. Es handelt sich um eine Schlangeninsel, auf Portugiesisch als Ilha de Queimada Grande bekannt. Früher lebten Menschen auf der Insel, diese überlebten die giftigen Schlangen jedoch nicht. Nach einer Weile sprach die brasilianische Regierung ein Besuchsverbot für diese Insel aus. Ein Fischer, der sich der Insel näherte, bezahlte dies angeblich ebenfalls mit seinem Leben. Schätzungen nach gibt es auf der Insel etwa 2000 bis 4000 tödliche Schlangen, wie zum Beispiel den goldenen Lanzenkopf, eine der tödlichsten Schlangen der Welt. Ein Biss dieser Schlange führt innerhalb einer Stunde zum Tod. Vernünftig also, dass diese Insel für Menschen verboten ist. Slope Point, Neuseeland. Auch hier könnten einige gruselige Tiere herumkriechen. Dies ist der Slope Point, der südlichste Punkt der Südinsel von Neuseeland. Die Landschaft ist wunderschön, aber auch gruselig. Der hier herrschende starke Wind hat bestimmten Dingen auf der Insel eine seltsame Gestalt verliehen. Viele Bäume sind komplett gebogen. Die Stämme sind dabei immer noch fest verwurzelt, aber der gesamte obere Teil liegt auf dem Boden. Sie haben eine Ähnlichkeit mit der Frisur von Donald Trump, was bereits furchterregend genug ist. Hier ist eine Reihe von Baumstämmen mit einem tiefschwarzen Hintergrund zu sehen. Es sieht beängstigend aus, wie in einem Horrorfilm. Hoffentlich sind dort keine gefährlichen Tiere verborgen. Dieser Ort ist die meiste Zeit geöffnet und viele Touristen aus der ganzen Welt haben ihn bereits besucht. Oiabaciu, Rumänien. Diese Bäume befinden sich im Oiabaciu, einem rumänischen Waldgebiet in der Region Cluj-Napoca. Der Wald ist neblig, dunkel und voller verwunschener Bäume. Dieser Ort wirkt unheimlich und geheimnisvoll. Aber die Gerüchte über den Oiabaciu machen alles noch schlimmer. Die Geschichte besagt, dass es in diesem Wald spukt. Er wurde als Hotspot für paranormale Aktivitäten beschrieben. Es gibt unzählige Geistergeschichten über den Ort und einige Besucher, die sich genau davon angezogen fühlen. Ob diese Geschichten erfunden wurden, um Touristen anzulocken, oder ob sie tatsächlich wahr sind, weiß man nicht. Aber manche Menschen überzeugen sie definitiv. Der Oiabaciu wurde sogar in TV-Shows wie Ghost Adventures und Destination Truth gezeigt. Ob du die unheimlichen Geschichten für real hältst, liegt an dir. Ich für meinen Teil werde mich von diesem Wald fernhalten. Dracula-Schloss, Rumänien. Dieser Ort, ebenfalls in Rumänien gelegen, ist noch berühmter. Schloss Bran, auch bekannt als Dracula-Schloss, wurde besonders bekannt nach Bram Stokers Vampirroman Dracula. Schloss Bran wurde 1212 als Festung im mittelalterlichen Stil erbaut. Die Architektur dieses nationalen Denkmals und Wahrzeichen Rumäniens ist faszinierend. Das Schloss liegt auf 760 Metern hoch oben in den Bergen. Es hat einen Innenhof, einen Park und eine faszinierende Aussicht von den Türmen. Viele Touristen aus der ganzen Welt besichtigen das Schloss jedes Jahr. Sein derzeitiger Besitzer ist Erzherzog Dominik von Österreich-Toskana. Ob an diesem Ort Vampire leben? Wer weiß. Jedenfalls will man hier nicht alleine übernachten müssen. Es sei denn, man möchte Dracula kennenlernen. Myrtle's Plantage, Vereinigte Staaten. Die Myrtle's Plantage, ein Haus in St. Francisville, Louisiana, USA, ist als eines der am meisten heimgesuchten Häuser Amerikas bekannt. Erschreckend ist wahrscheinlich eine Untertreibung für dieses Haus. Das Gebäude im Landhausstil wurde 1796 von General David Bradford, einem Anwalt aus Pennsylvania, erbaut. Der Ort ist derzeit für Besuche geöffnet. Man kann ein Zimmer, eine Tour oder Veranstaltungen auf der Myrtle's Plantage buchen, obwohl nicht viele Leute es wagen, zu lange dort zu bleiben. Es gibt unzählige paranormale Geschichten über diesen Ort.
Manche Menschen behaupten, die Gegenwart eines Geistes gespürt oder einen Geist in ihren Fotos gesehen zu haben. Die Legende besagt, dass auf der Myrtle's Plantage mehrere Menschen getötet wurden und dass die Geister dieser Menschen immer noch dort sind. Wenn du Gesellschaft in einem Bed and Breakfast haben möchtest, bist du hier richtig. Area 51, USA. Ein weiterer schrecklicher Ort, den man weder betreten darf noch möchte, ist die mysteriöse Area 51. Ein geheimer Ort in Nevada, USA. Es handelt sich um ein militärisches Sperrgebiet, welches zum Gegenstand vieler kurioser Geschichten geworden ist. Das Grundstück ist von zahlreichen Schildern und Wachposten umringt, um Schaulustige fernzuhalten. Viele Leute haben versucht, einen Blick auf das Gelände zu werfen, aber niemandem ist es gelungen. Area 51 wurde während des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion erstellt. Damals wurde es genutzt, um Flugzeuge zu testen. Das US-Militär behauptet, dass es heutzutage als flexibles, realistisches und mehrdimensionales Kampfgebiet für die Entwicklung von Testtaktiken und dessen Training diene. Viele Leute denken trotzdem, dass es ein Ort für Außerirdische und UFOs sei. Mapimi Silent Zone, Mexiko. Die Mapimi Silent Zone ist ein Wüstengebiet in Durango, Mexiko. Es liegt tatsächlich mitten im Nirgendwo und ist, wie der Name schon sagte, sehr ruhig. Weit und breit weder Gebäude noch Menschen zu finden. Mehrere gruselige Geschichten wurden mit diesem Ort in Verbindung gebracht. Der Legende nach gibt es in der Mapimi Silent Zone überhaupt keine Radiowellen. Selbst wenn Piloten über die Zone fliegen, scheinen alle Verbindungen verloren zu gehen. Man sagt, dass dort eine seltsame Energie herrsche. Wer sich dieser nähert, fühlt etwas Seltsames, fast Überirdisches. Es gibt auch viele Gerüchte über Aliens und UFOs. Und manche Leute behaupten sogar, seltsame Kreaturen in der Mapimi Silent Zone gesehen zu haben. Katakomben von Paris, Frankreich. Ein weiterer Ort, der dich erschaudern lässt, sind die Katakomben von Paris. Dieser schreckliche Ort kann einem Albträume bescheren. Wir alle kennen Paris als eine lebhafte Großstadt mit berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm. Aber unter all dem liegt etwas völlig anderes verborgen. Aufgrund der großen Zahl von Menschen, die im 17. Jahrhundert verstarben, mangelte es auf den Friedhöfen an Platz, so dass man begann, die Verstorbenen im Untergrund zu bestatten. Der unterirdische Ort beherbergt die Überreste von ungefähr 6 Millionen Toten. Bei der Besichtigung des Ortes ist heute nichts als unzählige Schädel und Knochen in einem dunklen Raum zu sehen. Die Katakomben von Paris sind mittlerweile zu einer berühmten Touristenattraktion geworden. Es ist ein faszinierender sowie furchterregender Ort. Skulpturenpark Parikkala, Finnland. Im finnischen Skulpturenpark Parikkala gibt es etwas Unglaubliches zu sehen. Er wurde von Veikko Rönkönen geschaffen, einem finnischen Mann, der abgeschieden in einem Wald lebte. 41 Jahre lang arbeitete er in einer Papierfabrik und auf seiner eigenen Farm. Seine Tage waren von dieser Arbeit ausgefüllt und ihm blieb kaum Zeit für soziales Leben. Insgeheim schuf er viele Skulpturen. Erst kurz vor seinem Tod fanden die Leute heraus, was er all die Jahre getan hatte. Der Mann hatte ungefähr 550 verschiedene Skulpturen in Menschengestalt angefertigt. Er füllte den Wald mit diesen Skulpturen, welcher sich später in einen Park verwandelte. Es ist beeindruckend, dass er all das alleine geschaffen hat, aber es ist gleichzeitig auch beängstigend. Unglaublich. Gruseliges kleines Mädchen. Zuletzt zeigen wir dir den wahrscheinlich schrecklichsten Ort der Welt. Auf Google Street Views ist etwas Unheimliches zu sehen. Dieser Ort befindet sich in der Nähe eines Friedhofs, dem Martha Chapel Cemetery in Huntsville, Texas, USA. Das Bild zeigt einen großen Baum mit einem Friedhof im Hintergrund. Einige beängstigende Dinge scheinen hier vor sich zu gehen.
Hinten auf dem Friedhof ist eine Gestalt mit einer roten Kapuze zu sehen. Sie sieht nicht wie ein normaler Mensch aus. Und warum sollte jemand so angezogen sein, während er alleine auf einem Friedhof herumwandert? Das scheint verdächtig. Der große Baum im Vordergrund ist noch beängstigender. Auf der linken Seite des Baumes ist ein Gesicht zu sehen. Es sieht aus wie das Gesicht eines kleinen Mädchens, das sich dort versteckt. Viele glauben, dass dieser Ort verflucht sei. Das Bild wurde online veröffentlicht in der Hoffnung, dass jemand eine Erklärung für die Entstehung des Bildes liefern könnte. Bis heute bleibt es jedoch ein Rätsel. Welcher dieser Orte ist deiner Meinung nach der gruseligste? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt, was du zu sagen hast.